Ja, hallo Freunde, hier ist der Luke. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt sicherlich mitgekriegt, Battlefield 2042, es gab ein neues Development Update, wenn man es denn so nennen möchte. Es ist, ich will es mal ein bisschen vorwegnehmen, schon ein bisschen enttäuschend, möchte ich sagen. Denn von Season 6 sehen wir nicht allzu viel. Um genau zu sein, sehen wir ungefähr 1 bis 2 Sekunden von Season 6. Ja, es soll eine neue Karte kommen. Das ist aber auch das Spannendste an der ganzen Sache. Ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen enttäuschend irgendwie. Außerdem ist die Season auch verspätet. Sie sagen das zwar nicht offiziell in ihren Kanälen, aber bis jetzt war man das ja so gewohnt, dass eine Season endet und direkt danach fängt halt die nächste Season an. Das heißt, da war nicht besonders viel Zwischenraum, besonders viel Zeit zwischen den Seasons. Jetzt ist es aber so, dass die Season 5 endet. Wir dann 6 Wochen Pause haben, ohne irgendeine Season. Und dann fängt erst Season 6 an. Also scheint es da irgendwas im Hintergrund gegeben zu haben, was sie dazu bewogen hat, diese Lücke ohne neuen Content zu hinterlassen. Das mal nur so am Rande. Wie gesagt, es wird nicht offiziell gesagt, dass sie delayed ist, die Season. Aber nach dem bisherigen Fahrplan zu urteilen, ist sie es. Dann mal kurz zur neuen Karte, die in diesem Development Update Trailer angeteasert wird. Es gab ja schon länger die Spekulation, dass es irgendwie vielleicht Richtung Metro, vielleicht Richtung Locker geht. Dass irgendwie eine neue Karte kommt, die an eine von diesen beiden Karten oder an beide Karten angelehnt ist. Wie gesagt, man sieht nicht besonders viel von der neuen Karte, aber wir schauen uns trotzdem mal die Frames an, die man sieht. Als erstes haben wir da so eine Art Gang, relativ dunkel. Ein bisschen vermüllt, sieht auf jeden Fall nach irgendwas im Untergrund aus. Dazu gibt's im Trailer noch die mysteriöse Voiceline "A chillingly unique battleground harboring dark secrets", was so viel heißt wie ein schaurig einzigartiges Schlachtfeld, das ein dunkles Geheimnis birgt. Was das dunkle Geheimnis ist, wissen wir natürlich noch nicht. Zombies vielleicht? Ich glaube eher nicht. Aber zurück zum Thema. Ja, wir sehen einen dunklen, etwas längeren Gang, der hier unter Abzweigung hat. Sieht ein bisschen vermüllt und verlassen aus. Könnte auch ein Korridor aus Dead Space sein, wenn ihr mich fragt. Sieht vielleicht schon ein bisschen furchterregend aus. Dann geht das Ganze noch ein Stückchen weiter. Und als nächstes haben wir eine Szene, die draußen spielt. Ein paar Soldaten kämpfen sich durch so einen dunklen Graben. Ist es vielleicht sogar eine Nachtkarte? Also hier sieht es zumindest so aus. Wir haben ein paar Bäume mit ein paar Ranken dran. Auf der linken Seite oben könnte irgendwie ein Eingang zu einem Bunker sein. Man sieht auf jeden Fall nicht besonders viel, aber es erinnert doch schon sehr an Operation Locker, wenn ihr mich fragt. Also ich glaube, Metro könnte natürlich auch sein, aber irgendwie würde ich auf einen Remake von Operation Locker setzen, was aus meiner Sicht die bessere Alternative von beiden ist. Aber da hat sicher jeder so seinen Favorit. Schreibt doch mal in die Comments, was ihr denkt, was kommt. Das ist aber auch jetzt schon alles, was wir zur Season 6 erfahren. Mehr gibt's da nicht. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, falls da irgendwer sich fragt, wann das kommt, diese neue Karte bekommen wir erst im Oktober. Sprich, bis Oktober kein neuer Content von DICE. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, womit füllen sie denn diese 6 Wochen? Denn es ist ja ein Live-Service versprochen. Und wenn das mal nicht ein Reim aus einem Märchen von den Gebrüdern Grimm sein könnte. Die Lösung, die DICE uns da präsentiert, ist, dass wir die ganzen alten Events, die wir schon mal gespielt haben, nochmal spielen dürfen. Ja, sie nennen das Ganze Battlefield Redux. Da können wir den Liquidatoren-Event, die Schlacht um Nordwig und den Leviathan-Aufstieg oder Rising nochmal spielen. Also Events, die es schon gab, dürfen wir in den 6 Wochen einfach nochmal spielen. Das heißt im Einzelnen, wir dürfen in der ersten Woche Rush Chaos XL spielen auf, das muss man dazu sagen, ein paar neuen Karten wie vorher. Wir kriegen noch ein paar Skins reingeballert, noch ein paar Community-Spotlight-Geschichten etc. In der zweiten Woche taktische Eroberung, 16 gegen 16. Auch hier können wir ein paar Skins wieder mal freispielen. Dann in der Schlacht um Nordwig in der ersten Woche Sturmeroberung, in der zweiten Woche Durchbruch, Chaos. Wie gesagt, alle Sachen, die wir schon kennen. Bei Leviathan 2x Shutdown und auch hier wieder ein paar Skins. Das ist schon an sich irgendwie ein bisschen frech, wenn man so ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen ist, denke ich. Und so ein AAA-Shooter wie Battlefield entwickelt. Allerdings kommt jetzt noch die Kirsche obendrauf. Und zwar kann man sich jetzt auch ein paar Skins, die vorher im Shop Geld gekostet haben, freispielen. Und als ich das gesehen habe im Trailer, ich weiß nicht, vielleicht habe ich wirklich laut gelacht. Hahaha.
weil ich das einfach nicht fassen konnte, wie man so frech sein kann, dass man Leuten sagt, ach, ihr habt die Skins übrigens schon gekauft für echt Geld oder habt eure Boins dafür ausgegeben. Ist nicht so schlimm, vielen Dank für eure Kohle, aber die kann man jetzt auch umsonst haben, wenn man das Spiel spielt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist das Tolle, was sie sich ausgedacht haben, um die Lücke zwischen den Seasons zu füllen. Wir bekommen neue alte Events und können uns Sachen freischalten, die man vorher kaufen musste. Falls irgendwer das sieht, der sich einen von den Skins gekauft hat, bitte schreib das einmal in den Kommentar und wie du dich dabei fühlst. Wir sind für dich da. Dieser Battlefield 2042 Redux Event startet übrigens ab dem 29. August. Ja, das war im Prinzip alles, was wir bei diesem Development Update erfahren haben. 2 Sekunden von der neuen Map, ansonsten recycelter, neu aufgewärmter Content. Hier, habt Spaß damit. Oh nein, habe ich noch vergessen. Es gibt auch noch irgendwann ein kleines Update während dieser Phase. Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Riesending. Da gibt's Balancing-Anpassung für Pioniere. Ja, aber die vollständigen Details verraten sie uns natürlich erst in den Update-Notizen. Ich bin ein bisschen besorgt, auch was die neue Map angeht. Also das sieht alles sehr, sehr dunkel aus. Und in dem zweiten Bild mit dem Wald sieht man auch noch, dass regnet. Und was gibt es Besseres als eine Battlefield-Map mit ganz schlechter Visibility, wo sich alle, die möglichst still sitzen können, schön verstecken können. Ich sag nur Narvik oder Battlefield 5 allgemein. Ich will auch gar nicht zu salzig sein. Normalerweise sind meine Videos ja immer ein bisschen positiver als das hier. Aber da muss ich sagen, das finde ich schon übelst frech, ehrlich gesagt. Und ich glaube, da gibt es auch schon so einen kleinen Shitstorm im Internet, was dieses Development Update angeht. Da sind, glaube ich, nicht so viele Leute sehr zufrieden mit. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder auch ein schönes Emoji an DICE vielleicht. Tut's auch. Hilft auf jeden Fall der Reichweite und diesem Kanal. Vergiss nicht, das Video zu liken, auch wenn es keine guten News sind. Und lasst mir doch ein Abo da. Vielen Dank dafür und wir sehen uns gerne, gerne im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. As Season 5 comes to an end, we couldn't wait to show you what's coming next at Battlefield 2042. So let's start with a first look at Season 6. Featuring a new map, a chillingly unique battleground harboring dark secrets. Season 6 will arrive in October, and you can expect more new content and features that we'll reveal nearer the time. Immediately after Season 5, you're going to have the opportunity to relive some of the best moments from our last year during Redux. Packed full of returning content, themed events, game modes, cosmetics, and rewards. Headlined by remixing our themed events from Seasons 2, 3, and 4, rebalanced and brought to more maps. So if you missed it first time around, during the first 2 weeks you can play the Liquidators, prime close quarters combat. Then you'll get to play the Battle of Narvik, securing the objective at all costs. Finally, Leviathan Rising, sabotage the enemy's operation and force their retreat. We can't wait to see you experience these returning events with a refined mode every week on more maps, with new player counts and more. There will be a progression track throughout with rewards ranging from entirely new content, including character, vehicle and weapon skins, to previous store content that now becomes earnable. And this time around, you'll be able to earn ribbons playing any official game mode. Additionally, throughout Redux, there will be more experiences, double XP weekends, store giveaways, quality of life improvements, and more. Relive and experience some of the highlights from our first few seasons once again during Redux, with all the new content and improvements we've brought to the game, all on the road to Season 6. We'll see you on the battlefield.